Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkinokanal. Wir befinden uns im Treppenhaus vom guten Sascha. Mein lieber Sascha, wir beide haben uns auch in den letzten Monaten versucht zu treffen und es ist uns tatsächlich jetzt im April gelungen. Genau. Weil, du hast mir zuletzt gesagt, du wolltest noch irgendwelche Kleinigkeiten machen. Ja, das stimmt, ja. Diverse Kleinigkeiten sind noch das gemacht worden. Das Bild ist doch zu Ende malen. Ja, genau. Ja, sieht etwas besser aus wie von mir gemalt, glaube ich. Nee, es waren noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Wir haben unter anderem auch für das Kino, hat meine Tochter entworfen, ein eigenes Layout. Und da haben wir auf die Aufkleber gewartet, unter anderem. Ja, also waren noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Die du mir noch zeigen wirst? Ja, genau. Okay, alles klar. Also der gute Sascha, der hat uns auch schon, wie viel Mal war es bei uns? Einmal? Zweimal? Zwei, dreimal, ja, war es bei uns. Und dann mit dem guten Barry. Genau. Nicht wahr? Schön, dürfen wir auch mal sagen. Ja. Dürfen wir auch mal sagen. Und du hast mir dann erzählt, dass du ein Kino hast, was jemand anderes schon gebaut hat und was du dann tatsächlich auf eBay gefunden hast. Genau, richtig. Und da wollen wir gleich mal drüber sprechen und das wollen wir auch mal gleich zeigen, weil diese Vorgehensweise hatten wir auch noch nicht gehabt. Ne? Und auf dem Weg hier in deinem Haus, was wunderschön gelegen ist, habe ich dann das hier gesehen und dachte ich, holla der Waldfee, bist du ein großer Titanic-Fan? Ja, eigentlich schon. Hat aber bei uns einen speziellen Hintergrund, weil ich habe meiner Frau den Heiratsantrag gemacht nach dem Kinofilm, nachdem wir aus dem Kino rausgekommen sind. Und deshalb ist das für uns so ein bisschen was Spezielles. Deshalb hat er so ein bisschen eine extra Ecke bekommen. Du kannst es mir jetzt verraten. Das Video sieht ja keiner. Nein. War das spontan, weil das so traurig war, dass ja. der da und überhaupt ja. Motto, Schatz, also... War spontan, ja. Okay. Es war sogar so spontan... dass ich einen Heiratsantrag gemacht habe und habe sogar das Licht ausgemacht beim Auto. Das wollte die Frau gar nicht. Nee, wollte sie nicht. Das war ein bisschen unheimlich. Nee, aber alles gut. Sie hat dann trotzdem ja gesagt. Ja, zieht die Trainer dann aus dem Auge, weil gerade bei dem Ende wäre schön. Ja, also ich finde das schon ziemlich cool, was hier so zu sehen ist. Man wird hier schon gut drauf eingestimmt, auf das, was da noch kommt. Dann hast du noch einige sehr schöne Bilder. Das Thema Heimkino verfolgt dich, seitdem du noch nicht hier wohnst, ne? Weil das ist ein Haus bei ca. 20 Jahren oder so, ne? Ja, 16 Jahre. Vor 16 Jahren haben wir gebaut. Mhm. Und ja, eigentlich drauf gekommen bin ich schon viel früher, nämlich ein Nachbar, wo wir vorher gewohnt haben, der hat sich ein Heimkino eingerichtet bei sich. Und das durften wir uns mal angucken. Da habe ich gesagt, wenn wir irgendwann bauen, dann kommt ein Raum dementsprechend auch dafür in Frage oder wird dafür vorgesehen. So war es dann auch. Hat natürlich jetzt ewig gedauert, bis es dann umgesetzt worden ist. Aber wie das so ist, wenn man baut, hat zwei kleine Kinder. Ne? Geht nicht alles auf einmal. Müssen die Träume erstmal. Die zwei kleinen Kinder sind aber schon flügger geworden. Die sind jetzt schon 21 und 18. Sehr schön. Wir gehen jetzt mal weiter. Roter Teppich hier, ne? Rote Korde. Dann hier eine Bandbreite von Avatar, Avengers, Terminator. Dann hast du hier, ist das die Sache, die ich denke, die sie ist, dass du dir hier Filme anzeigen lassen kannst? Genau, genau. Habe ich auch mal im Video gesehen? Ja, genau. Ja, alles klar. Ich müsste mal langsam anfangen mit diesen Affinity-Links. Ich kann auch mal hier mal Licht anmachen, vielleicht sieht man das dann ein bisschen besser. Ja, alles klar, super. Popcorn-Maschine. Hier unten sitzt aber nicht wirklich einer, ne? Das war eher so... Der Kleine, ja. Sehr schön. Und dann hast du tatsächlich noch eine große Anzahl von Filmen, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also zum einen bin ich noch nach wie vor der Meinung, dass ich dadurch eine bessere Qualität habe. Ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen, auf eine super funktionierende Leitung, die wir nicht immer hier hatten oder haben. Und Sagen wir mal die Region nennen. Ungefähr. Kann man machen, ja. Region Fulda, ne? Ja, ja. Kann man sagen, ne? Ja. Mhm. Okay, da vorne war schon die Grenze, ne? Damals, ne? Ja, genau. Ist nicht weit weg. Ja. Ist nicht Rastorf, weit weg, ne? Ja. Ja, genau. Und man darf auf seiner Autobahn das letzte Stück ganz schön Gas geben. Dreispurig. Ja, genau. Und es war keiner da. Ich wäre beinahe durchgefahren. Ja, das ist so schön hier. Das war schön, war das. Ja. Okay, also, da sind deine ganzen Scheiben. Genau. Da ist noch eine ganze Menge mehr an schönen Utensilien. Lässt dir wahrscheinlich auch das eine oder andere schenken, oder? Ja. Wenn man mal wieder nicht weiß, auch für einen Film hat er immer bestimmt was, oder? Ja, also Film ist in der Regel so, weil die Leute nicht wissen, was ich schon habe oder nicht habe, kaufen sie mir meistens einen Gutschein oder irgendwas, ne? Das ist immer gut. In den Raum gehen wir nachher. Mhm. Jetzt erzählst du kurz mal, das war ein Kellerraum, der war ja wie gesagt da, war ja beim Hausbau wahrscheinlich auch geplant, dass das irgendwann mal vielleicht Multifunktion oder erstmal Krabbelbude oder was war's so, also hier Kiste für alles was. Letztendlich war er wirklich erstmal Abstellraum, großer Abstellraum, da war so ziemlich alles drin, was man sich vorstellen kann, wie das so üblich ist. Ne? Und dann irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen, ich wollte es ja irgendwann mal anfangen mit dem Kino. Habe ich bei Black Friday habe ich einen günstigen Beamer gesehen. Mhm. Den habe ich einfach mal bestellt. War damals ein BenQ W2000. Mhm. Da haben wir die Hälfte des Raumes leergeräumt.
Und dann ging es dann los. Dann habe ich eine Leinwand geholt, 3 Meter Rollo-Leinwand elektrisch. Dann haben natürlich noch die Lautsprecher gefehlt, dann ging das immer eins ins andere. So, und irgendwann mal war die Rollo-Leinwand war zu wellig. Ich wollte dann eine Rahmenleinwand lieber haben. Und dann habe ich mich bei eBay Kleinanzeigen mal hingesetzt und habe einfach mal den Namen, das Wort Rahmenleinwand eingegeben. Ja, und dann kam halt ein Bild zu einer Rahmenleinwand in ein Kino integriert, wo ich gesagt habe, ja, das ist garantiert nicht die Leinwand. Das hat er jetzt bestimmt nur genommen, um seine Leinwand besser präsentieren zu können. Eine gewisse Atmosphäre des Raumes mal zu demonstrieren, wie sie denn aussehen könnte, wenn sie da drin wäre. Ja, genau. Ja, und so ging das mehr oder weniger dann los oder ging das dann halt weiter mit dem Kino, was jetzt endlich da drin ist. Ne? Ja, weil es war so, dass das Bild nicht nur die Leinwand dir verkaufen wollte, sondern auch den Rest drumherum. Genau, also das war dann letztendlich wirklich mit Absorbern, mit Holzteilen, mit Konstruktionsteilen war das ganze Kino dann gemeint, ja? Nicht nur die Leinwand. Und ich habe dann ein paar Nachforschungen natürlich auch im Internet angestellt. Und tatsächlich, also das war diese Geschichte, wo wir dann gleich noch drüber reden. Tun wir gleich. Ja. Und ich habe das erst nicht geglaubt, habe dann den Kontakt aufgenommen zu dem Anzeigenersteller und hat gesagt, ja, also das ist wirklich das, was ich da gesehen habe im Internet. Ne? Und das, wo es herkommt. Und das, wer es designt hat. Ja, genau. Und gestaltet hat. Ja. Mein Gott, wer jetzt war das wohl? Jetzt spannen wir alle auf die Folter. Ja. Genau, genau. Fährst du eigentlich Manta? Nee. Aber ich habe es geguckt jetzt wieder. Ja, ja. Hast du geguckt? Ja, ja. Und? Also den zweiten noch nicht, den ersten habe ich mir jetzt erst mal angeguckt. Ach, den ersten hast du ja. Und ich bin voll in den Falschen reingeraten. Es gab ja damals 2 Manta-Filme. Stimmt. Und ich wundere mich schon, der Film und ich wundere mich schon, wo bleibt denn eigentlich hier Til Schweiger? Und der tauchte da gar nicht drin auf. Das ist scheiße. Das ist ja der andere Film. Hast du erst beim Abspann gesehen, gell? Nein, ich habe irgendwann vorher schon ausgeschaltet, weil Tina Roland war ja auch nicht dabei. Das war dann doof. War blöd, ja. Komm, gehen wir mal einmal rum. Ja. Der gute Kameramann folgt uns mal eben. Und jetzt, jetzt guckt er mal. Ja, das hast du mir auch auf dem Foto gezeigt. Da haben wir gedacht, holla, genau. Das ist doch mal was, mal was ganz anderes. Und das gefällt uns auch sehr, 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 sehr gut. Und hat dir auch gefallen. Und hast du gesagt, die Leinwand nehme ich und den Rest nehme ich auch. Das nehme ich auch mit, ja. Das war natürlich sehr abenteuermäßig, weil ich ja gar nicht wusste, wie, wo, was. Wer mir und das war ja auch nicht für den Raum von der Größe her. Nein, war durch Zufall halt so, dass es von den Abmaßen einigermaßen gepasst hat. Also unser Raum ist 2,40 Meter hoch, deren Raum war 2,60 Meter. Mhm. Und das musste ich halt alles bearbeiten. Und von der Breite hat es allerdings gepasst, bis auf 10, 15 Zentimeter. Mhm. Und von der Tiefe? Tiefe ist unser Raum gut 1,5-2 Meter länger. Das sind dann wie viel? Der Raum hier ist 8,23 Meter, mal 4,50 Meter, also im Ruhezustand, sag ich mal. Ne? Vielleicht ahnt der ein oder andere aufgrund der Farbkombination schon, woher denn das gute Stück kommt oder wer denn vielleicht da so die Idee hatte, das mal zu konzipieren. Ich denke immer an seine Filme, die sind immer so Sepia-Farben. Da denke ich auch manchmal, ist bei mir irgendwas nicht in Ordnung, aber das ist so, genau. Sepia. Also leichter Hinweis war ja eben schon mit Manta Manta, ja. Ja, da waren ja eine ganze Menge bekannte Leute bei, ne? Ja, also, aber ich meine jetzt speziell den, ne? Speziell einen, ja. Ja, genau. Also sag's. Hau raus. Also, das Kino wurde designt und in Auftrag gegeben dem Nick Schweiger, dem Bruder vom Til Schweiger. Ja. Und das war deren, nach offizieller Angabe, deren erstes gemeinschaftliches Projekt. Genau, weil es ist ja bekannt, dass Til Schweiger ja wahrscheinlich mit Bruder und Co., ich weiß es nicht ganz genau, muss jetzt ganz vorsichtig sein, wer weiß, ob Til das mal sieht. Ja. Er hat ja Barefoot, ne? Das ist ja seine Produktionsfirma und er will ja auch gleichzeitig da im Bereich Haus und, wie war das so schön, Hausdesign. Er hat ja Hotels, er hat Restaurants. Ich habe im Podcast mal gehört, er würde gerne ein komplettes Kreuzfahrtschiff, würde er gerne mal komplett gestalten. So, und dann ist im Zuge dieser ganzen kreativen Ideen auch ein Heimkino entstanden. Genau. Und das war dann bei einem Herrn, der das als Repräsentation für vielleicht die Präsentation von Kinos generell. Ja. Ne, da waren wir noch nicht auf dem Markt in der Art jedenfalls anscheinend. Sonst hätten wir die Kooperation schon früher gestartet. Wer weiß, was jetzt aus diesem Video wird. Ja, und dann kam das mal raus. Und wenn man sich das mal im Detail anschaut, muss man sagen, die hatten schon ein paar gute Ideen. Ja, definitiv. Ist vom Design halt wirklich mal was anderes. Das heißt, wir haben hier einen Raum, der aus verschiedenen Modulen bestand, richtig? Also die Komponenten, das Design waren ja verschiedene Module. Genau, richtig, ja. Die hast du jetzt dir einfach an die harte Wand dran geschraubt. Genau, richtig, an die harte Wand dran geschraubt.
Ich zeig bei diesen Unterkonstruktionen. Genau, ich zeig bei Nahaufnahmen, weil das war auf den Fotos nicht erkennbar. Das hat ja hier einen Look von einer gewissen rostigen Stahloberfläche. Ist ähnlich, sag ich jetzt mal. Sieht so ein bisschen aus wie so eine rostige Brücke, so ein Brückenpfeiler. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Also das sind Holzteile, die wirklich alle gestrichen worden sind mit einer echt Metallfarbe, die dann zum Rosten gebracht worden ist. Da sind da so Imbusschrauben, hat er da reingetan, reingeschraubt. Nieten sind hier so draufgesetzt. Ne? Genau, also das... Das musste ich natürlich alles wieder machen. Und war wieso, hast du alle nachschrauben müssen oder was? Nee, die Teile waren natürlich einzeln und die waren natürlich, wo die abgebaut worden sind. Ja, ja, da waren dann Löcher, kaputt. Das musste ich dann spachteln und hin und her und alles neu machen. Okay. Dass es nachher gute Übergänge hatte und nicht mehr siehst, wo war das damals auseinandergeschnitten worden. Kannst du dir vorstellen, ich habe die ganzen Teile, weil sonst nicht genug Platz draußen im Garten liegen gehabt. Und hab dann haben sie von alleine gerostet. Hab die gestrichen, jetzt pass auf. Hab die gestrichen, hab die den Aktivator von dem Rost drauf gemacht. Ja. Und dann hat es angefangen zu regnen. Aber nur ein ganz klein bisschen. Was passiert dann? Drei, vier Tropfen. Welche chemische Reaktion? Hast du überall diese Tupfen drauf gesehen. Musste ich alles abschleifen, alles nochmal machen. Also war schon ein bisschen aufwendig, ja. Also, liebe Kinder, macht das nicht nach. Ja, genau. Gut, das heißt, du hast dann das hier an die Wand gesetzt, musstest das in der Höhe was anpassen, also auch ein bisschen was absägen. Richtig. Und dann hast du dahinter, was ist das, LED-Schlangen, LED-Licht? Ja, Philips U-Strips, ja. Okay, also auch die Schweigersarbeit mit U. Das weiß ich nicht, aber das ist aber alles von mir. Das von dir. War das gar nicht beleuchtet? Das war schon beleuchtet. Die hatten hier, wo ich jetzt den Feinputz dahinter hatte, hatten die eine Betonstruktur. Ah, okay, alles klar. Aber trotzdem mit Hintergrundbeleuchtung. So, also die Beleuchtung war genauso. Ja. Und das wiederum, das sind jetzt ja gewisse Akustikmodule, würde ich das mal bezeichnen. Ja. Das war schon so, weil ich habe ein Interview gesehen, das können wir auch einblenden. Das hat er mal gegeben, wo er auch sagte, wir versuchten das unter optisch und akustischen Gesichtspunkten zu gestalten und zu machen. Genau, also das Thema Akustik war bei denen auch nicht ganz unwichtig. Ne? Das stimmt, ja. Also es sollte nicht nur schön sein. Richtig, ja. Ja, und das hast du hier. Ne? Das sieht also auch ziemlich elegant aus. War natürlich auch ziemlich Aufwand, das alles umzunähen, also anzupassen. Immer rund Kurve zu kriegen, ohne hier keine Falte zu haben. Genau. Da war jemand dabei, der schon ein bisschen Ahnung hatte. Und das ist jetzt abwechselnd. Mal hast du jetzt hier diesen Rost, diesen harten Look hier. Dann hast du wieder hier beispielsweise auch wieder so ein weicheres Element. Das besteht aus zwei Komponenten. Hier geht das mit dem Rost weiter. Hier ist das. Und dann hast du natürlich auch die Stellen suchen müssen, wo deine Lautsprecher untergebracht werden können. Definitiv. Und das war nicht so einfach. Mhm. Im ursprünglichen Kino waren ja auch die Lautsprecher alle versteckt. Und die wollte ich natürlich auch nicht sehen. Dem Design natürlich geschuldet. Ja. Mhm. Und das war nicht so einfach, die richtig zu platzieren. Gerade hier im seitlichen Bereich, diese Rounds. Das gucken wir uns gleich an. Herausforderungen. Gucken wir uns gleich an. Zu der Leinwand müssen wir was sagen. Die Leinwand ist eine gebogene Leinwand von einer Firma, die damals unter der Firmennamen Image. Da war der Michael Liesenfeld, Gott hab ihn selig, leider nicht mehr unter uns. Ich hatte, glaube ich, einen Unfall gehabt. Er hatte einen Unfall, da kam ein verdammtes Vieh aus dem Wald und dann, ja. Und schlussendlich hatte er damals mit dieser Firma eine tolle Linie von Leinwänden, Rahmenleinwänden kreiert. Wir haben ja auch mit ihm gearbeitet. Mhm. Und das war eben eine der gebogenen. Das ist ja schon eine ganz hohe Kunst der Leinwand, des Leinwandbaus. Und die war dabei. Genau. Und die hat 3 Meter oder was hat die? 3,65 Meter. 3,65 Meter und sogar maskierbar. Maskierbar. Motorisch. Auch, also schon ein bisschen Atomwissenschaft. Ja, definitiv. Also wenn die Konstruktion, die wiegt über 200 Kilo, das ist alles wirklich aus Aluminium auf ein paar Millimeter genau gebogen. Das hat er mir dann alles noch erzählt. Derjenige, der die Leinwand, die habe ich aufbauen lassen. Mhm. Das war noch einer von denen, die gebaut haben. Gott sei Dank hatte ich noch Connections. Mhm. Der hat mir das dann alles erzählt. Ne? Okay, und die passte dann hier in den, habt ihr so eine Art Passepartout davor gesetzt? Ne? Das war ja auch von ihm dann gewesen. Genau, musstest du auch wieder anpassen. Musste ich alles anpassen. Und das, dann hier vorne noch diese Wölbung hier so drin, als ob so gebogenes also Blech und Metall. Ist es so gebogen und dann ist es nochmal durch die curved Leinwand auch nochmal so gebogen. Ja. Und das dann zu schneiden und dass das alles wieder hinhaut in der Höhe, war nicht so einfach. Ja, alles. Das hast du auch selber gemacht? Ja. Da hast du dir auch was geholt? Also eine Kappsäge oder muss man sich da holen? Ja, ich habe so eine normale Säge, aber das habe ich tatsächlich hier oben vom Schreiner dann sägen lassen, den oberen Bereich. Cool. Aber die komplette Anpassung bzw. wie, wo, was von der Höhe her, das haben wir alles selber gemacht. Ne? Du hast Lautsprecher von einer dänischen Firma unter anderem hier drin. Ja. Und zwar? Dali Opticon. Die Opticon 6 sind das, ne? Genau. Die befinden sich direkt hinter der Leinwand, weil das ist eine akustisch transparente. In der Mitte ist der Center, ungefähr in dem Höhenbereich hier, weil du hast sogar auch so Beleuchtungen, wo man was sehen kann, gell? Kannst du das machen oder was musst du machen?
Und dann hast du dir zwei Subwoofer geholt, K14 von Dali, zwei Richtig. Stück. Die sind allerdings so ein bisschen hinter der Verblendung. Da gab es schon Überlegungen, die ein bisschen mal höher zu setzen, weil du bist schon jemand, der auch gerne etwas Pegel fährt hier in diesem Raum, haben wir festgestellt. Habe ich jetzt wieder gehört, ja. Ja, ich kann dir das bestätigen. Das Interessante ist, die Leute, die mit Pegel fahren, meinen einfach, sie hören normal. Und dann sagt man, nee, das ist schon Pegel. Ach wie. Und dann holt man ja nicht den Film, wo vielleicht eine einzelne Person singt auf der Bühne à la The Greatest Showman. Nein, dann holt man direkt den Ballerfilm schlechthin, unter anderem, ja. der da war, Criminal Squad. Criminal ne? Squad, da genau. hat man nur noch diskutiert, wollen wir den Anfang von der Schießerei gucken oder wollen wir das Ende? Der Mittelteil interessiert mich. Dann haben wir uns das Ende angehört, mit einer Aromatik. Ja, ja. Hat schon Und er hat einen 8,5er, ja. hat ja nicht Leistung genug. Deshalb hat er noch zwei Endstufen. Jetzt kommen die Insider. Sag mal an, was war da nochmal Endstufen? Also einmal eine 11-Kanal Yamaha und noch eine 7-Kanal Iota. Genau. Und wundert sich, dass wir sagen, er hört gerne Pegel. Ja. genau. Okay, also Jasse ist ein bisschen beleuchtet. Wunderbar, bisschen, sieht cool aus. Das heißt, die drei Lautsprecher. Da oben ist ein Center Height. Center Height, genau. Hast du auch, also hast du das volle Paket auch volle gefahren. Volle Paket, ne? 15 Lautsprecher, ja. Ja, ist ja auch ein großer Raum. Ja. Ja. Seit wann hast du das denn so weit einigermaßen hier so fertig? Also, angefangen, wo wir das gekauft haben, sage ich jetzt mal, da haben wir einen LKW geholt und haben das oben abgeholt in, wo war es, ich glaube in Hamburg. Ja. War 2017. Wird in Originalgröße ausgeliefert. Ja, genau. Also wir wollten erst einen Sprinter nehmen, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, der hätte nämlich gar nicht gereicht, selbst der lange nicht. Also das war Wahnsinn. Einen großen Komponententeil, wolltest ja nicht vor Ort schon sägen, ne? Ja, genau. vor Ort, genau. Ja, okay. Auf jeden Fall, ja, da hat es angefangen, haben das im Oktober, dann hatten wir alles erstmal in der Garage stehen und dann musste man noch einen Teil von diesem Raum natürlich erstmal leer räumen. Küche musste raus. Ja, Küche musste raus, die wir im hinteren Bereich hatten. Die und alte Sachen, die ihr nicht gewusst habt, dass ihr sie noch hattet. So ähnlich. Die wurden wieder gefunden. Ja, da okay. waren wir erstmal eine Weile mit beschäftigt und dann standen wir erstmal vorm, ja. Die Nachbarn haben gedacht, es sieht wieder aus, was? Ja, genau. Ja. Wir wussten gar nicht, wie wir anfangen sollen, haben wir natürlich auch noch nie gemacht sowas, das ist auch klar. Ja. Ja, und dann ging es peu à peu. War übrigens auch nur ein kleiner Tipp noch für diejenigen, die eine große Leinwand haben wollen. Man muss immer gucken, wie man die Rahmenleinwand auch runterbekommt in den Raum, wo man sie hinhaben möchte. Diese Frage wollte ich dir eigentlich noch stellen, als du vorhin erzähltest, dass du da Expertenhilfe hattest. Das ist ein ziemlich enges Treppenhaus. Und ich weiß nicht, war die schon geteilt oder war die in einem durch? Nee, in einem durch. Und die kannst du auch nicht schneiden. Okay, welche Mauer musstest du aufkloppen? Hier dahinter ist ein großes Fenster, das einzige große hier in dem Raum. Und das ist direkt zum Treppenaufgang draußen, zum Garten. Und da haben wir das Geländer draußen abgebaut und haben das gerade so diagonal hier reingekriegt. Ja. Also haben wir zu dem Zeitpunkt, wo wir es gekauft haben, natürlich auch nicht dran gedacht, aber es ging dann, Gott sei Dank ging es so. Ja. Cool. Ja, sonst hätten wir ja das gehabt. Ist, also das ist ein guter Tipp. Der letzte Tipp, den ich gegeben habe, Stichwort Aquastop, kleiner Insider, den hast du dir auch gemerkt, habe ich festgestellt. Ja. Weil ich war schon nebenan gucken, ob da Aquastop ist, weil das ist alles eine Ebene hier. Du weißt, 40 cm können ziemlich viel Unfug machen. Ja. Das wäre schade. Das wäre nicht schön, nee. Okay, wir gehen mal weiter rum. Lass mal gucken. Was war mit den Sesseln? Waren die auch dabei? Nee, die Sessel habe ich auch dazu gekauft. Die hatten wir allerdings schon vorher. In dem Kino, wie ich es vorher hatte, hatte ich so ein bisschen ein Podest gemacht mit Paletten schon. Und wie gesagt, diese Rollo-Leinwand 3 Meter. Da hatten wir schon die Stühle. Die haben dann aber Gott sei Dank Das passt doch wie A auf Eimer, oder? Ja, aber richtig. Haben halt super reingepasst zu den braunen. Ne? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte echt, die wären auch noch dabei gewesen. Das ist ja perfekt gewesen. Ja. Die haben wirklich ganz gut gepasst. Ja, die Armauflagen haben wir auch selber gebaut. Auch dann so ein bisschen Rostblock drauf, ne? Das ist extra Holz, was du so bestellen konntest. Echt? Dann haben die so eine Oberfläche dann aus Kunststoff wahrscheinlich, ne? Folie oder so. Richtig, ja. Cool. Jetzt machen wir mal hier weiter. Was war mit dem Podest? Das musstest du dir auch selber... Podest haben wir auch selber gemacht, auch selber einfallen lassen, wie hoch die Stufen sind. Ich habe viel experimentiert mit dem Beamer, wie weit er dann aufstrahlt, dass ich den Kopf von den vorderen Leuten nicht sehe. Was jedem auffallen wird, wenn er jetzt hier so durchgeht, ist, was habt ihr hier vor? Das ist ja eine riesen Liegewiese hier. Ne? Ja, wird zwischendurch getanzt hier oder was macht ihr hier? Das kannst du machen, ja. Kannst auf jeden Fall noch eine Sitzreihe theoretisch reinstellen, ja. Ja, aber ist nicht, ne? Nee, machen wir in der Regel. Was ist der Grund? Der Grund ist der, wenn du, das sind keine Recliner-Sitze, sondern ganz normale Sitze, die gehen halt relativ weit nach vorne. Mhm.
Und nicht nur ich bin relativ groß, auch meine Verwandtschaft und ein Kumpel von mir speziell sehr groß. Und wir wollten halt nicht, dass einer mit den Füßen an den Kopf vom Vordermann kommt. Das ist aber nett mitgedacht, Tobi. Ja. Und der kommt auch regelmäßig. Ja. Das ist aber cool. Nee, also wirklich, das ist riesig. Das sind, wie viele sind ungefähr? 2 Meter und? Ja. 50, 2,80? Ja, sowas in dem Dreh, ja. Ne? Von Kopfstütze zum Also 30, wir haben sowas. 1,80 haben wir bei uns. Und das ist schon ordentlich, dass man da nicht schon mit den Füßen rankommt bei der Normalgröße. Ne? Aber 2, das ist schon echt ordentlich. Das ist natürlich auch eine Herausforderung vom Klang her. Ne? Da muss man natürlich schon gucken. Du hast jetzt hier die vorne die 3. Du hast die anderen beiden. Mach doch mal nochmal. Ja, noch nochmal Licht. Ah, ja, ihr könnt noch viel mehr machen hier. Guck mal hier. Moment. Jetzt geht hier nochmal an der Seite was. Das hast du dir dann weitestgehend mal so. Da ist er, genau. Das ist jetzt ein Opticon LCR. Genau, der ist hier an der Seite. Okay, und dann hattest du aber nochmal hier unten und dahinter. Das ist ja etwas, was du machen musstest, weil das nicht lang genug war vom Material her. Genau, also ich sag mal, das und Nachlieferung gab es nicht mehr. Genau, das ursprüngliche Kino hat hier geendet. Ja. Das heißt, das heißt, das habe ich alles selber konstruiert, selber gebaut. Das hast du dann wieder gemacht? Ja, das haben wir alles selber gemacht. Sieht aber aus wie das Original, ne? Genau, und vorne, ich sag mal, ging das Kino zu Ende nur bis, wo der Vorhang jetzt ist. Ich sehe auch nochmal, weil wir gerade darüber gucken, ich zeige das ja gleich alles mit Einblendung, da oben ist ja sogar das Ganze so lamellenmäßig gemacht von dem Deckel her, mit einzelnen Elementen, die dann so ein bisschen geschwungen auch sogar sind. Ne? Ja. Ich weiß nicht, was jetzt der Hintergrund war, ob es jetzt nur rein designtechnisch ist oder vielleicht so ein bisschen auch diffus wirken sollte, aber ja, ist auf jeden Fall nochmal ein... Weißt du, woran ich ein bisschen denken muss? Hm? Jules Verne? Ja. 20.000 Meilen, so vom Look her und mit den Nieten und sowas, ja, ne? Das ist genau, so ein bisschen stimmt, so. Aber wenn ich das jetzt da oben noch sehe, ne? Also sehr, sehr schön, aber dass du das jetzt hier so, das wusste ich jetzt echt nicht. Wir haben jetzt so viel schon im Vorfeld gequatscht hier, aber weil das war jetzt ein Kino, was ich definitiv jetzt mir mal vorher schon mal eben kurz angeschaut habe, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war hier, war das Schluss, ja. Da war also das wir Schluss. Haben, wir haben quasi das hintere Element. Komm, wir gehen Element. Mal weiter. Ja. Wir haben quasi das hintere Element, was noch original ist. Das hier, das habt ihr nach hinten gezogen und habt das dann verbunden mit dem oberen Deck. Genau, dann haben wir das quasi wie so ein Fischmaul, damit es auch weiterhin in der Linie so bleibt mit dem Licht, alles aufeinander abgestimmt ist. Ist das hier mit so Spachtelmasse und so, so als wie eine Schweißnaht gemacht? Acryl, schön jedes einzelne getupft und dann angestrichen. Also ich hätte wahrscheinlich 2 Dosen verbraucht und es würde immer noch nicht so aussehen. Also okay. Mit Wattestäbchen schön noch angemalt. Ja. Nee, wirklich cool. Hat deine Frau oder deine Kinder dich ein bisschen unterstützt bei der Sache? Meine Frau, ja. Also mir. Die hat schon Spaß dran, ne? 1,5 Jahre haben wir gebaut. Also wir sind Weihnachten 2019, an Heiligabend ist es fertig geworden. Und lass mich raten, der erste Film war? Venom in dem Fall. Oh Gott. Der erste oder der zweite? Der ich hoffe, der erste. Der erste, ja. Der zweite ging ja gar nicht mehr. Nee, war nicht gut. Ich dachte, jetzt hätte jetzt Titanic. So vorne so ein paar Eiswürfel und dann Titanic. Nee, den hatten wir halt dann gerade neu bekommen. Und den wollten wir uns halt anschauen. Ja. Hast du den in 3D schon gesehen, Titanic? Ja, habe ich gut, auch da. Ne? Ja, ist cool. Also für nachträglich ist es sehr gut, muss man echt sagen. So, hier hinter der Vorhang war vorhin einer der nicht zu Ende geführten Sätze. Geh mal ein bisschen beiseite. Ja, alles gut. Das ist jetzt das, was du dir gemacht hast. Da sind solche Schaumstoffklötze. Genau, das sind Bassfallen sollen das sein. In den Seiten. Und dann hast du da oben noch einen Fasson als oberen Lautsprecher. Genau. Das heißt, du hast im Moment Fasson hinten und du hast vorne Opticon 2. Genau. Da haben wir schon drüber gesprochen. Richtig, da werden wir vielleicht ein bisschen was ändern, weil das ist ein Riesenraum. Du fährst echt Pegel. Da musst du ein bisschen gucken, dass die nicht so weit untereinander sich unterscheiden. Ne? Und dann hast du die hinteren Lautsprecher für unten, hast du hier unten. Die sind da hingesetzt worden von dir. Da gibt es nämlich eine Überlegung, ob wir mal statt 7 mal mit 5 arbeiten. Mit 5 und dann 4 oben. Wobei wir in der Mitte auch noch 3 Einbaulautsprecher haben, die nach unten ausgerichtet sind. Ne? Damit du dein Voice of God und Dolby Atmos hast. Ja, genau. Das eine coole, wilde Mischung. Dann hast du hier ein Tablet, mit dem bedient der Papa wahrscheinlich alles hier, genau, oder? Genau, also wenn ich hinten sitze, dann bediene ich es da drüber, ansonsten in der Regel die Fernbedienung. Weil da vorne schon dein Lieblingsplatz ist? Ja, Ja, ist schon eine Entfernung, ne? Hallo, siehst du mich noch? Okay, er sieht uns noch. Oben ist ein 5900er mit der Designhalterung. Ja, der kommt doch gut auch von klar, euch oder? Natürlich, ja. Super. Also hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Macht aber wirklich ein recht gutes und ein helles Bild. Ja. Wobei ich auch vor kurzem erst von euch eine neue, Lampe geholt habe. Ne? Ja. Sollen wir mal weitergehen? Gucken, ob hier noch irgendwas kommt. Was ist das hier? Eine Schatzkiste? Ja, das sind auch ein bisschen praktischer Effekt. Da sind noch ein paar Decken drin. Ich glaube, du hast eine schwarze Gubi-Decke, ne? Ja. Ja, komm mal rüber. So, und dann gehen wir hier rüber. Hier ist noch von der letzten oder... Nee, ist nicht von der OP, ne? Ist Terminator, ne? Das ist doch einer von diesen wenigen Armen, die es doch da gibt im Markt, oder? Ja, da gibt es wahrscheinlich gibt's ja nur 10.000, ne? Oder? Aber das hat man zum Beispiel ja auch, das war ein Element, was wir selber gemacht haben. Schön. Und das war gut. Dann zu viel Holz.
Dann habe ich gesagt, da müssen wir noch irgendwas reinmachen. Und ja, dann hatte ich, wie gesagt, diesen Endrohrarm hatte ich. Das war ein bisschen länglich. Und da habe ich halt noch ein Loch reingesägt, habe noch ein paar Lichter dahinter gemacht und ja. Das Plexiglas hast du selber jetzt irgendwie zusammen? Das haben wir anfertigen lassen. Das ist cool. Das war sehr schön. Das war gar nicht teuer. Auf Maß angefertigt. Ich glaube, es hat 50 Euro oder sowas gekostet. Cool gemacht mit den kleinen Muttern da so drin und so, ne? Sehr cool. Was ist denn das hier für ein Griff? Das ist eine Tür, die jetzt verschlossen ist. Ja, warum? Da Kühlschrank? Ja, genau. Nee, Quatsch. Das sind die ganzen Kabel, die rüber in den Nebenraum führen. Die ganzen Geräte sind natürlich ausgelagert. Ich glaube, ich kriege ein paar Bilder von dir, ne? Ja. Weil du so ein paar Bilder gemacht hast, ne? Ja, und dann haben wir hier die andere Seite, da ist wieder die Opticon, dann hast du hier Philips Hue. Mhm. Also alles zusammen, sieht echt cool aus. Und wenn du das Licht ausmachst, das ist ja etwas, was manche ja dann so denken, oh, ist ja alles gar nicht schwarz und was auch immer. Das ist ziemlich duster, ne? Das ist ziemlich dunkel eigentlich, ja. Ja. Sollen wir Licht ausmachen? Können wir machen, ja. Mal gucken, was er da mal drüben macht. Wir machen die Tür zu. Du machst dann wirklich alles aus, ne? Oder ich mache jetzt komplett alles aus. Ich kann die Podestbeleuchtung kann ich noch anlassen? Ja, mach mal. Moment. Ja, da ist nichts, was in irgendeiner Weise stört, nervt. Nö, alles gut. Der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, ich gucke da oben lieber an die Decke, weil ich dann einen weißen Streifen sehe, aber dann ist der Film langweilig. Ne? Also, genau. Da würde ich sagen, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Mach nochmal Licht an, bitte. Ja. Warte. Also alles zusammen, eine coole Nummer. Ich finde das mal, und deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns unbedingt mal sehen. Ich finde das mal ein tolles, tollen Look-Design. Wir sind ja auch dabei, so die eine oder andere Überlegung zu machen. Das ist immer so ein Huhn-Ei-Problem. Entweder kommen wir als erstes mit neuen Entwicklungen, Designentwürfen oder der Kunde sagt von sich aus mal, ich hätte gerne mal was, was vielleicht mal ein bisschen anderen Look hatte. Deshalb werden wir da mal in den nächsten Wochen euch das eine oder andere mal Interessantes wohl zeigen. Und das, was die Schweiger-Brüder hier gemeinsam gemacht haben, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Coole Nummer. Ja, ne? Also ihr könnt uns gerne anrufen. Wir können auch noch vielleicht was demnächst machen. Ich komme auch gerne nach Malle mal rüber. Und dann schauen wir mal. Also tolles Ding. Und dann Platz ohne Ende. Das stimmt, Platz. Und ihr nutzt es regelmäßig? Eigentlich jeden Abend, ja. Eigentlich, wenn es halt irgendwie machbar ist. Dafür, dass unser Kameramann gesagt hat, er ist nach 2 Minuten eventuell schon ein bisschen zittrig, geht das aber echt super. Ne? Ich würde sagen, wir fordern den noch ein bisschen. Wir gehen mal einmal rum und zwar da hinten, wo die Technik ist. Die haben wir nämlich noch nicht gesehen. So, einmal bitte vorsichtig, unfallfrei hier vorbei. Dann gehst du bitte mal vor. Mhm. Und dann gehen wir noch mal nach links durch. Weil hier links ist zum einen mal ein bisschen Haustechnik und zum anderen mal hast du dir hier ein fahrbares eigenes Reck gebaut. Genau. Also da zeige ich auch ein paar Aufnahmen, weil das jetzt hier so um die Ecke rum nicht ganz so geht. Das ist eigentlich unser umfunktionierter Mittelteil von unserem ehemaligen Wohnzimmerschrank. Mhm. Da habe ich ein paar Schwerlastrollen drunter gebastelt. Besser war's. Für die dicken Viecher, für die schweren, habe ich auch richtig massives Holz. Das war von unserem ehemaligen Esszimmertisch, habe ich da klein gemacht. Schön. Ja, also ist aber sehr stabil alles gemacht. Ja. Und dann hast du jetzt hier drin ein Reckhorn. Du hast auch noch Reckhorns hier, ne? Buttshaker, genau. Reckhorn, I-Beam, das sind diese Buttshaker, genau, Buttkicker, Shaker. Dann hast du eine Sky. Jawohl. Ihr guckt Fußball? Oder so, Filme? Ja, Filme eher. Okay, dann hast du ein Oppo. Genau. Ein 203er. Dann hast du den 85er, der läuft jetzt als reine Vorstufe. Ja, genau. Dann hast du die beiden großen Schwergewichter, die Jota und eine Yamaha. Genau. Und dann hast du noch ein paar Scheiben da unten drin. Das Ganze kannst du rausziehen. Kabel ohne Ende am Rücken gelassen. Da hat jemand unsere Videos geguckt. Ne? Also wenn ihr einen Elektriker bei euch zu Hause dran lasst und er sagt, ihr soll die Lautsprecherkabel legen, erklärt ihm bitte, warum es sinnvoll ist, einen halben Meter aus der Wand rausgucken zu lassen. Ja, definitiv. Ne? Das wäre schon sinnvoll. Du fährst das ja echt weit raus. Ne? Da kommst du wunderbar ran. Kann das komplett kannst du aber komplett um rumdrehen. Ne? Rückseite ist offen. Ja. Perfekt gelöst. Und dann hast du hier alles das, was vorher in dem Keller da war. Ja, genau. Ich guckte mich gerade schon hier. Das sieht also schon so ein bisschen. Gut, jetzt essen Sachen jetzt nicht unbedingt, ne? Aber hier und da, das hat man sonst alles so rein. Nö, das ist dementsprechend dann schön abgeschirmt, in Anführungsstrichen. Ja, klasse. Ist quasi ein Raumteiler. Hier dahinter geht es ja noch ein Stück weiter. Schön. Na? Sascha, ich sag vielen, vielen Dank, dass wir die Chance hatten, das hier uns anzuschauen und dass du uns das hier mal so gezeigt hast. Ist mal wieder eine sehr außergewöhnliche Geschichte, wie ich finde. Sie zu all den Geschichten, die wir in den letzten Jahren euch gezeigt haben, mal wieder wunderbar das ganze Thema Heimkino zu Hause ergänzt. Ne? Und gibt eine Menge Wege, wie man zu seinem eigenen Heimkino kommen kann. Ne? Das stimmt. Man kann unter anderem auf eBay ein Kino kaufen, wie wir gerade festgestellt haben. Und wenn es dann von uns oder von wem auch immer neu installiert werden soll, könnt ihr uns auch gerne anrufen oder wir planen das mit euch gemeinsam weiter zu optimieren. All das sind Sachen, die der Kollege Holger
Franz dann natürlich auch machen kann. Und wenn ihr die Raumakustik einmessen wollt, dann haben wir ja unseren berühmten Holger 2, der seit Monaten mittlerweile auf der Straße ist. Vielleicht habt ihr den schon mal auf der Autobahn gesehen. Der fährt nämlich hier kreuz und quer durch Deutschland und präsentiert sich dort mit seiner ganzen Technik. Hat auch ein bisschen manchmal so was hat er dabei? Absorber oder so ein Zeugs hat er auch dabei. Ne, wenn das dann zu sehr hallt, dann kann man das auch mal testen, wie dann plötzlich die Stimme im Haus verständlicher ist. Auch bei Tiltsch. Also, ne, der ist unterirdisch, das mache ich nicht. Der wäre unterirdisch. Also nein, ich verstehe Till immer gut, weil ich habe einen geilen Center. Ich bin happy und das klappt immer gut. Also da wird nicht genuschelt. Ich verstehe den wirklich gut. Wobei Manta habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, soll ich im Kino gehen? Ich weiß, glaube ich, bis er online ist. Da bin ich der Erste, der ihn guckt. Er kommt ja aus der Manta-Gegend. Ach so, ja, stimmt. Ja. Wobei also Manta-Gegend gibt es ja gar nicht. Den ersten habe ich mir jetzt mal wieder angetan. Und funktioniert noch? Also ist so ein bisschen, der ist ja bei uns in der Gegend auch gedreht worden, Düsseldorf, dahin, wo Universität genau. ist. Und Hagen so. Oder was? Ne? Ja, Hagen auch, genau. Und es gewohnt. War so ein bisschen eine Zeitreise, muss ich sagen. Also wenn du die ganzen alten Autos dann wieder gesehen hast und so, wie das damals alles so war, mit Telefonzellen. Oh, da kennst du. Telefonzellen, das wissen die ja, was das ist. Ey. Genau. Da haben wir früher die WhatsApps mit verschickt oder so. Das sind die Handys, wo man reinsteigen konnte. Ja. Ja, genau. Also, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt wieder Richtung Heimat, sind nochmal 300 Kilometer. Es ist Freitag, mal gucken, ob ich alleine bin auf der Autobahn oder nicht. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Wenn euch das gefallen hat, dann Fingerchen hoch, wäre toll. Ich mache jetzt noch ein paar Aufnahmen, die ich euch jetzt schon bereits gezeigt habe. Ich mache auch mal eine Matterport-Aufnahme, damit ihr mal so richtig interaktiv durch den Raum wandern könnt, euch alle Details angucken könnt. All das werde ich jetzt noch machen. Und ich habe gehört, du machst einen Grill an, habe ich gehört. Ne? Ja, richtig. Ich wollte dich ja nur mal erinnern. Heute ist Angrillen. Nein, ich wollte dich nicht erinnern. Er erinnert mich die ganze Zeit. Deshalb, wir kriegen jetzt noch ein Würstchen oder was auch immer. Ich lasse mich überraschen. Erstes Grillen in diesem Jahr. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das hat es auch noch nicht gegeben. Ich bin noch nicht ganz zu Hause gewesen. Da gab es dann doch noch eine E-Mail von Sebastian und er meinte, Mann, ich war so aufgeregt und ich habe doch so ein paar Sachen hier noch in Detaillösungen, die hätte ich schon gerne noch gezeigt. Und was hältst du davon? Ich mache noch ein eigenes Video und dann kannst du das ja gerne noch als Bonuspart hinten dran hängen. Und gesagt, getan, natürlich machen wir das. Und hier ist das Video, was der gute Sebastian nochmal mit seiner Frau zusammen aufgenommen hat. Die Frau stand, glaube ich, hinter der Kamera, Sebastian vor der Kamera. Und hat das ziemlich professionell jetzt nochmal ein wenig erläutert, welche Detaillösungen dort in dem Kino noch verbaut sind. Viel Spaß und vielleicht bis demnächst bei uns im Studio in Karst bei Düsseldorf. Ciao. So, Patrick ist jetzt mit seiner Filmcrew weg. Jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal ein paar Worte loswerden in eigener Sache. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, wenn man so ein schönes Designerstück erstanden hat und das selber aufbauen muss, gibt es natürlich keine Anleitung für. Und mein Raum hat ja schon bestanden und den anzupassen dementsprechend oder beziehungsweise das Kino anzupassen auf meinen Raum ist noch viel, viel schwieriger, als wenn man jetzt einen leeren Raum hat und da ein Kino organisiert beziehungsweise entwirft und einbauen lässt. Nur ein paar Kleinigkeiten für die technisch Interessierten. Wichtig war es natürlich bei dem Kino hier, dass man nicht sieht, keine Kabel sieht, nicht sieht, wo Elektroleitungen entlang gehen und so weiter. Und das Design durfte natürlich auf keinen Fall zerstört werden, weil es ja von einem Designer ist. Ich zeige euch mal gerade für diejenigen, die es interessiert, kommt mir gerade mit, zeige ich euch mal. Die Lautsprecherkabel hinter der Leinwand sind hier alle unten auf dem Boden zusammengeführt, in so einer Rolle, wo sie geschützt sind. Laufen dann hier unten lang. Hier ist noch ein Absorber dementsprechend da hinten. Und hier kommen die Lautsprecherkabel und die verschwinden dementsprechend hinter der Holzkonstruktion. Hier haben wir die Fußbodenheizung, die Regulierung der Fußbodenheizung, weil der Raum komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet ist. Die Kabel laufen dementsprechend dann hier lang, werden hier schön versteckt in der Tür, laufen hier wieder hoch. Und hier haben wir eine Tür eingebaut, hinter der sich dementsprechend dann ein KG-Rohr befindet, was durch die Wand die Leitungen dementsprechend führt in den Nebenraum, wo die technischen Geräte auch sind. Ja, was haben wir noch? Wir gehen nochmal gerade wieder zurück. Unser Raum ist 2,40 Meter hoch. Der Raum, wo das Kino vorher eingebaut war, war 2,60 Meter. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wir mussten alles, oder beziehungsweise ich musste alles, alle Absorber, alle Hölzer, musste ich komplett korrigieren in der Höhe, musste die dementsprechend anpassen. Das heißt, alles wurde unten abgeschnitten, es musste unten ein neues Ende konstruiert werden, es musste alles neu bespannt werden. Besonders schwierig war das hier mit dem großen Absorber. Der ist nämlich über 4 Meter lang
Und damit kommt man durch kein Treppenhaus der Welt. Und den mussten wir also zersägen. Oben in der Mitte mussten komplett den Stoff abmachen. Unten neu dementsprechend das Ende konstruieren, diesen Abschluss. Das haben wir entweder mit Holz gemacht oder mit einer starken Pappe. Dann wurde alles dementsprechend wieder bespannt und wieder zusammengeführt. Und dann konnten wir es erst aufhängen. Dann ist noch ein großes Thema natürlich Belüftung. So einen großen Raum hält man es zwar eine Weile aus, aber irgendwann mal muss man den auch belüften. Und wir haben hier in dem Raum, ich zeige euch mal, wo die normalerweise sitzen. Einmal hier, einmal hier dahinter und einmal hier dahinter. Drei Fenster mit Kellerschächten. Jetzt haben wir uns überlegt, okay, wie lüften wir jetzt? Wie können wir das machen? Haben wir zum einen, fangen wir mal hier vorne an. Diesen Absorber, den mussten wir, oder beziehungsweise den haben wir durchgeschnitten, haben auch wieder hier oben in dem Bereich das neue Ende konstruiert, wieder neu bespannt, haben den dementsprechend mit Scharnieren versehen. Hier dahinter ist nämlich auch ein Fenster, das wenigstens zur Hälfte zu sehen und zu öffnen ist, weil nämlich der Rest wurde mit Rigipskartons abgedeckt, damit man dementsprechend hier verputzen konnte und nirgendwo dieses Fenster oder diesen Kellerschacht sehen kann. Ich zeige euch mal eine ganz einfache Konstruktion. Hier oben habe ich einen Haken eingebaut, der ist einfach hier hinten befestigt, der schiebt sich unter den oberen Teil drunter. Hier ist der Ausschnitt noch, der geblieben ist vom Fenster zumindest zum Kippen. Und hier kann ich das Fenster dementsprechend kippen. Das ist jetzt nur die kleine Lösung. Benutzt man in der Regel gar nicht. War nur dafür gedacht, wenn wir den Raum gar nicht öffnen wollen zum Lüften, sondern alles im Raum passieren soll, dass wir hier eine zweite Durchlüftungsmöglichkeit haben. Die Hauptdurchlüftung ist hier. Gehen wir mal gerade hoch. Der Absorber war natürlich auch in einem. Den haben wir ausgesägt, haben ihn auch dementsprechend wieder so bearbeiten müssen und haben uns selber da draußen eine Tür gebaut mit Push to Open. Und hier ist nochmal ein ganz normales Kellerfenster dahinter, wo man schön durchlüften kann. Des Weiteren haben wir hier noch eine Steckdose reingesetzt. Das ist auch so ein Problem gewesen, die komplette Beleuchtung, die ja ringsrum geht, so zu machen, dass man nirgendwo ein Kabel sieht oder irgendwo eine Verbindung sieht. Und das ist auch der Fall. Es ist nirgendwo. Die sind alle so versteckt, die Kabel und die Steckdosen, dass man sie nicht sieht. Muss man auch erstmal drüber nachdenken, wo platziere ich das alles, dass ich das dementsprechend so hinbekomme. Unser Raum ist auch 15 cm breiter wie der Raum, wo das Kino vorher drin war. Das heißt, wir haben die Deckenabsorber in der Mitte geteilt mit der Säge, haben ein Stück eingefügt und haben alles wieder neu bespannt, sodass das dementsprechend auf den Raum angepasst werden konnte. Eins der schwierigsten Sachen war, das habe ich dann allerdings auch einem Profi überlassen, auch das Schneiden, war die Leinwand. Die musste natürlich auch im oberen und unteren Teil eingefasst werden, neu, weil auch wieder 2,60 Meter zu 2,40 Meter. Das heißt, hier musste neu gesägt werden. Und hier ist das Problem, hier handelt es sich um eine gekurvte 21 zu 9 Leinwand mit einem akustisch transparenten Tuch. Ist auch dementsprechend elektrisch maskierbar. Und das hier, das ist ganz empfindliches, einfaches Holz, was einmal so gewölbt ist wie eine Tonne und einmal noch eine Wölbung hat, entlang quasi wie die gekurvte Leinwand ist. So, um das zu schneiden und das später so zusammenzusetzen, dass es dann wieder eine gerade Linie ergibt, habe ich mich ehrlich gesagt da nicht dran getraut. Den Schnitt habe ich dann machen lassen von einem Schreiner. Alles andere haben wir selber geschnitten. Fußbodenheizung für diejenigen war ja eben auch nochmal ein Thema. In dem bestehenden Kino, so wie es ehemals war, gab es nur eine Couch, die im hinteren Teil des Kinos sich befunden hat. Und wir wollten aber zwei Sitzreihen. Das heißt, ich habe dementsprechend dann die Plattform und das
ja, das Podest entwerfen müssen, dementsprechend nach unseren Gegebenheiten. Und natürlich auch so, dass die hintere Reihe noch locker auch im Liegen über die vordere Reihe drüber schauen kann, ohne dass man irgendwelche Köpfe oder sowas sieht im Bild. Des Weiteren mussten wir berücksichtigen, dass wir eine Fußbodenheizung mit drin haben, keine andere Heizmöglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt, das ist ungefähr die Hälfte des Raumes, was das Podest ausmacht, wenn ich das jetzt komplett regulär gebaut hätte und hätte überall Dämmstoff eingebaut, dann hätte man dementsprechend ja, keine Wärme mehr, hätte alles verstopft. Deshalb ist das alles einzeln gebaut auf sogenannten, die Grundvariante ist auf sogenannten Elefantenfüßen aufgebaut. Und mit denen kann man die Ungleichmäßigkeiten vom Boden auf Millimeter genau quasi ausgleichen, dass das hier auch nicht knarzt und knarrt. Und dann sind das alles Hohlräume geblieben. Also es ist nicht mit Dämmstoff versehen, sondern es sind Hohlräume geblieben. Und damit die warme Luft austreten kann, können wir hier mal gucken, an der Seite, hier unten. Und das haben wir dementsprechend einmal ringsum. Sind hier hinten auch nochmal drei, brauchen wir aber jetzt nicht extra gucken. Haben wir solche Belüftungsschächte. Wärme steigt nach oben, geht von dem ersten ins zweite ins dritte Podest und kommt dann oben dementsprechend raus. Und so mussten wir auch das Heizsystem nicht neu erfinden. Ja, was gibt es noch? Das normale Kino war ab hier zu Ende. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Das heißt, der hintere Teil wurde im Design von uns einfach weitergeführt. Wie wir gedacht haben, so könnte es dann weitergehen, dass es auch nicht auffällt. Haben dementsprechend die Lichtlinie behalten und haben das angepasst auf den hinteren Bereich, den es natürlich dann schon gab. Dieser Bereich wurde auch komplett angepasst. Da war nämlich in echt noch eine Säule im Kino, was bei uns natürlich nicht ist. Der Arm, der Android-Arm haben wir noch eingebaut, weil sonst viel zu viel Holz da gewesen wäre. Und fand man dann einfach so schöner, habe ich mal ein Loch reingemacht. Und eine Beleuchtung dementsprechend. Jo, was haben wir noch? Grundsätzlich haben wir alle Stühle versehen mit Bassschägern, mit elektrischen Anschlüssen, alles was dazugehört. Die Armauflagen haben wir auch selber gebaut. Und zwar hat jetzt jeder nicht nur seine Armauflage vom Stuhl, sondern auch noch zusätzlich Platz genug zum Nachbarn, um irgendwelche Sachen zu verstauen oder auch nochmal was abzulegen. Wir können mal gucken. Habe ich einfach eine Klappe gebaut. Hier sind jetzt zum Beispiel, ist bei jeder genau das gleiche. Haben wir Anschlussmöglichkeiten für den Strom. Hier haben wir die Fernbedienung dementsprechend, die wir brauchen. Ja, kann ich die 3D-Brille, die da noch drin liegt, zum Beispiel auch laden permanent. Also ja, von daher diese Geschichte. Was ich auch empfehlen kann, definitiv, also wir hatten diese riesen Absorber, die sind teilweise auch über 4 Meter, haben wir am Anfang mit der Hand versucht oben anzubringen. Zwar ursprünglich waren so Nut- und Federbretter, die man zusammenfügen musste, und die waren 7, 8, 9, 10 verschiedene Stellen und hat nie gepasst. Wenn eins drin war, war das andere wieder draußen und so weiter. Wir haben uns dann entschieden, der Einfachheit halber, dass wir Magnetverschlüsse nehmen. Also wir haben dann solche im Baumarkt erhältlichen Platten gekauft, so Stahlplatten, haben die oben an die Decke gebohrt und haben dann am Absorber selber starke Magneten. Gibt es extra zu kaufen, so die 20, 25, 30 Kilo halten pro Magnet. Hier, ich glaube, da sind 10 Stück dran verbaut, angebracht. Was ich auch nur empfehlen kann, ich glaube, man sieht es auch in einem Foto, was der Patrick hat, vielleicht kann er es reinschneiden, ist eine Hilfe, um Sachen oben an der Decke anzubringen. Das ist so ein Gestell mit so einem Drehrad, da kann ich Platten oben drauflegen und kann die dann dementsprechend an die Decke montieren. Weil, glaubt mir, wenn er das halten müsste die ganze Zeit, schwer, und dann noch auf einen Millimeter irgendwas machen wollte, das geht schief. Ja, ihr macht dann eine Schraube fest, nur damit ihr das Gewicht nicht mehr habt, und dann ist es krumm oder wie auch immer. Also das war eine Riesenerleichterung auf jeden Fall für uns. Ja, Philips Hue-System ist überall integriert, hat man schon gesehen. Hier habe ich den Lichtschalter normal, wenn man reinkommt, den man natürlich auch rausmachen kann und auch mitnehmen kann. Ansonsten kann ich alles über Fernbedienung bedienen. Hinten habe ich nochmal ein iPad, falls ich hinten sitzen sollte und die Fernbedienung vorne vergessen habe. Die Harmony Elite. Ja, ansonsten
Kopfstützen haben wir nochmal, deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert. Die Kopfstützen haben wir nochmal genäht und hier auf der Kopfstütze drauf, da haben wir lang drauf gewartet leider, haben wir nochmal den Namen vom Kino, den übrigens meine große Tochter entworfen hat, das Design, den Namen habe ich mir einfallen lassen, For and Joy, und das haben wir dementsprechend einen Tag, bevor ihr jetzt da wart und gefilmt habt, konnten wir das dementsprechend erst aufbügeln. Ja. Also waren so ein paar Kleinigkeiten. Hier vorne nochmal ganz kurz, fällt mir noch ein, dieser Bereich war normalerweise hier auch das Kinoende, beziehungsweise hier war die Leinwand im regulären Kino. Das heißt, diese Absorber, die hier langlaufen, habe ich auch erst vor kurzem komplett selber konstruieren müssen, sägen müssen, mit Stoff beziehen. Basotec ist dementsprechend hier verbaut, Lichtrude oben eingebaut, dass sich das alles komplett einfügt ins Design. Ja, was haben wir noch? Genau. Hier an der Seite, hatte ich eben schon mal kurz gezeigt, haben wir noch die links und rechts für die Estreflexionen auch die Absorber, die ich im Heimkino-Shop beim Holger geholt habe. Viele Grüße von hier. Ja. Ansonsten sagen wir, fällt mir jetzt nichts ein. Ich hoffe, für die technischen Interessierten war das vielleicht auch mal ein Hinweis, weil ich weiß, wie das ist. Ich musste das Kino alleine aufbauen. Die ganze Garage war voll. Es gab keine Anleitung dazu. Und ich war dankbar für jeden Tipp aus den Videos von Krobi und für deren Hilfestellungen in allen möglichen Bereichen, dass ich das dementsprechend so bauen konnte. Alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute und ja, tschüss und bis irgendwann mal. Wir von Krobi TV begeistern uns schon seit über 22 Jahren für das Kino und die große Welt der Unterhaltungselektronik. Bei uns arbeiten Kinofans, die dir die aktuelle HiFi und Videotechnik in Cast begeistert präsentieren werden. Und das für jeden Geldbeutel. Falls du auf der Suche nach perfekten Lautsprechern oder HiFi-Elektronik bist und du zudem noch auf Design und Funktion achtest, bist du bei Krobi TV richtig. Das Bild sollte größer sein? Du willst dir das Kino nach Hause holen? Wir zeigen dir eine Auswahl von Heimkinoprojektoren und natürlich erfüllen wir dir auch den Traum von deinem eigenen Heimkino. Kino ist nicht für dein Handy, dein Tablet oder deinen Fernseher gemacht. Besuche uns in Cars oder auf unserem YouTube-Kanal und tauche ein in die Welt der Unterhaltungselektronik. Ja, wir haben die Zeit und die Kompetenz, die ihr woanders vermisst. Wir freuen uns auf euren Besuch.